Also ich liebe zu deckeln sehr. Schlamm zu fahren und mal umzukehren. Ich bin die, die im Training auch immer am schlimmsten drin sieht, aber es macht mega Spass. Da durch den Dreck zu fahren und auszuprobieren, wie viel es macht. Die meisten sind schon erstaunt, dass sie so etwas machen. Weil es halt schon im Dreck kommt. Ich kann schon nicht so gut nachvollziehen, jetzt, Kollegen und Kolleginnen, dass man so viel Zeit in so etwas investiert. Aber ich finde es auch cool, dass sie das machen. Ja, es ist. Also, es ist einfach cool. Das Faszinierende am Radquer ist halt wirklich, dass es kurz und intensiv ist. Gleich eben so abwechslungsreich. Es hat Laufpassagen, technische Abfahrten. Es ist jeder einfach 45 Minuten am Anschlag. Und das passiert halt viel schneller, mal irgendwelche Fehler halt irgendwie ausrutschen oder irgendein Defekt. Und ich finde, das macht einfach das Rennen so spannend. Das fasziniert mich sehr an diesem Sport. Es hat mich überhaupt nicht abgeschreckt, dass es mehr Männer hat. Jetzt so im Training oder so finde ich es sehr, oder auch wenn man die Strecke anschaut, hilft man einander und schaut die Sachen zusammen an. Und dort finde ich so Tipps von den Männern und so schon sehr cool. Weil sie jetzt zum Teil viel anders anschauen. Und so den Austausch finde ich sehr wichtig und bringt jetzt mir persönlich auch sehr viel. Ich kann auch viel lernen von ihnen. Und von dem her habe ich jetzt nicht das Gefühl, es ist so ein kleines Gegeneinander, sondern eher das Miteinander. Dass man beide voneinander profitieren kann. Also Radquer ist halt einfach meine grosse Leidenschaft und darum setze ich auf das. Ich denke, jetzt in den letzten Jahren hat man wirklich gemerkt, dass es populär ist worden und dass es auch immer mehr Frauen hat. Also in der Schweiz noch nicht ganz so wie in Holland oder Belgien. Aber ich denke, es kommt immer mehr.